Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir alle Hauptcharaktere aus Serien, die ich kenne, gegeneinander antreten lassen und sie in bestimmte Kategorien einordnen. Und zwar in absolute Lieblingscharaktere, sehe ich super gerne auf dem Bildschirm, ohne die wäre es schon doof. Und in bisschen nervig, aber okay. Uff, naja, und hätte auch ein Nebencharakter sein können. Let's go. Ihr müsst mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr was komplett anders seht als ich. Ich gehe meinem Bauchgefühl nach. Los geht's. Ich habe übrigens alle Charaktere hier einmal aufgeschrieben. Huch. Und da ist einer rausgefallen, mit dem fangen wir direkt an. Number one, Clary aus Shadowhunters. Okay, okay, Clary. Ah, wir fangen direkt mit einem Charakter an, den ich eigentlich über alles liebe. Ich liebe Clary in den Büchern generell. Und deswegen ist schon so eine Kandidatin für, nee, nicht dafür, da ganz oben. Für absolute Lieblingscharaktere. Gi-hun aus Squid Game. Also er ist jetzt nicht einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ich finde auch nicht, dass er nur ein Nebencharakter hätte sein können. Wobei, tatsächlich, auch ohne ihn wäre es eine gute Serie gewesen. Deswegen machen wir ihn bei bisschen nervig, aber okay. Buffy aus Buffy. Okay, okay. Oh, ich liebe auch Buffy. Oh nein. Also wenn ich an andere Charaktere aus Buffy denke, dann ist schon Buffy die, die ich am meisten sehen wollte. Und Spike. Deswegen kommt Buffy bei. Sehe ich super gerne auf dem Bildschirm. Ja, finde ich super. Das hat sich schon sehr gut verteilt bisher. I'm happy. Betty Cooper aus Riverdale. Haha. Also Bettys. Ich glaube, sie ist nicht einer meiner Lieblingscharaktere in der Serie. Sehe ich super gerne auf dem Bildschirm. Das Ding ist bei Betty, wenn ich die mit den anderen vergleiche, dann ist das schon so eine Person, die ich gerne habe. Boah, schwer. Ich glaube, ohne die wäre es schon doof. Ja, ja. So, Vor allem, ich glaube eher, wenn man so einen Hauptcharakter denkt aus den Archie-Comics, ist halt eher Archie. Nein, doch. Aber ohne Betty wäre es schon doof. Deswegen kommt sie da oben hin. Super. Sabrina aus Chilling Adventures of Sabrina. Also sie könnte jetzt kein Nebencharakter sein, weil das Ding heißt literally Chilling Adventures of Sabrina. Sabrina könnte da kein Nebencharakter sein, das würde keinen Sinn ergeben. Ich finde sie aber prinzipiell nicht ganz so sympathisch. Ich weiß nicht, ob ich sie unsympathischer finde als Gi-hun bei Squid Game. Aber ich finde sie jetzt auch nicht so, ach toll. Boah, ich weiß nicht. Kann ich das so einfach sagen, dass sie fast hätte ein Nebencharakter sein können? Aber halt nicht in ihrer eigenen Story, wenn ihr versteht, was ich meine. Ach, schwer. Ich lock sie mal bei. Na, ich glaube, ich lock sie in derselben Kategorie wie Gi-hun ein. Also ein bisschen nervig irgendwie vom Charakter her. Aber okay. Na, genau das sagt die Kategorie. Daenerys Targaryen aus Game of Thrones. Boah. Okay, also es ist nicht einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ich denke aber irgendwie, ich glaube, wenn ich generell an Game of Thrones denke, dann ist Daenerys für mich immer die Person, die ich am liebsten sehe. Und es gibt eine Kategorie, die fast genauso heißt. Und zwar sehe ich super gerne auf dem Bildschirm. Deswegen würde ich die da einloggen. Ja. Sehe ich super gerne auf dem Bildschirm. Ich habe Angst, jemanden da unten einzuloggen, wie man vielleicht sieht. Kiki aus Druck. Okay. Also ich mochte Kiki später viel lieber als am Anfang, aber sie hatte ja auch so ihre eigenen Probleme, mit denen sie zu kämpfen hatte. Und irgendwie kam sie deswegen auch nicht so sympathisch rüber. Ah, wie sage ich das denn jetzt? Also ich finde, sagen wir so, ohne sie wäre es schon doof gewesen. Wobei ich glaube, ich würde sie sogar eher als ein bisschen nervig, aber okay einloggen, weil sie dann ja auch erklärt wurde, wie sie ist und was sie macht und was mit ihr los ist und so, aber als sie das halt noch nicht erklärt hat, war sie halt ein bisschen nervig. Und deswegen kommt sie zu ein bisschen nervig, aber okay. Dolores aus Westworld. Boah, ich habe gefühlt so eine Woche lang Westworld geguckt, alles durchgeguckt, was es damals gab und dann nie wieder. Oh, die war auch cool. Die war mega cool. Ja, wenn man sie jetzt rausdenken würde, wäre zwar trotzdem viel passiert, aber ohne sie wäre es halt schon doof. Und ich habe genau eine Kategorie, die zu ihr passt, und zwar ohne sie wäre es doof. Ich muss endlich mal jemanden da unten einloggen, auch wenn es mir irgendwann wehtut, weil es sind Hauptpersonen und irgendwie hat man das. Ich habe das Gefühl, man mag eigentlich immer alle Hauptpersonen. So, we'll see, we'll see. Beth aus Queen's Gambit. Mhm. Boah. Tatsächlich würde ich sie, glaube ich, bei so. Uff. Naja, einloggen, weil ich habe das Gefühl, die Story hätte man auch mit jemand anderem erzählen können, wenn ihr versteht, was ich meine. Also sie, boah, ich versuche sie gerade so schlecht zu reden, damit ich sie irgendwo unten einloggen kann. Aber ich würde sie bei Uff, naja, trotzdem machen, weil ich habe schon so gedacht jetzt, dass sie irgendwo unten ist. Also sie wäre jetzt ein schlechter Nebencharakter, deswegen logge ich sie bei Uff, naja ein. Okay, okay. How to get away with murder, Annalise Keating. Dass sie hier als Hauptcharakter genannt wird. Ja, okay, sie war halt am längsten wahrscheinlich mit dabei und ist auch wirklich in jeder Folge zu sehen. Ne? Von den Kids ist vielleicht mal jemand eine Folge nicht gesehen. Also war vielleicht mal eine Folge nicht dabei und so. Ich fand sie zwar cool so, aber sie ist halt, also ich glaube, als Person sehr anstrengend. Deswegen würde ich sie bei, ach komm, ich mache sie mal ein bisschen nervig, aber okay. Da bleibt sie. Da bleibt sie, genau. Bisher bin ich immer noch, sieht aus wie ein Tannenbaum, ich bin immer noch zufrieden. Alles gut. Jake Peralta aus Brooklyn 99. Okay. Ha, auf jeden Fall irgendwo ganz oben. Also ich mag das super gerne, wenn er irgendwie zu sehen ist oder so.
so. Und ich finde seine Story auch immer am interessantesten. Und natürlich ist er einer der Hauptcharaktere. Also es gibt ja mehrere, es gibt ja auch so Serien, wo mehrere Charaktere einfach die Hauptcharaktere sind. Aber bei Brooklyn Nine-Nine ist ja schon so irgendwie immer, dass man Jake's Story verfolgt. Also, ja, sehe ich super gerne auf dem Bildschirm, ja. Ich finde super. Buffy, Daenerys, Jake. Selbe Art von Menschen. American Horror Story, Tate. Ah, schwierig. Okay, Tate, es ist ja erste Staffel American Horror Story damit gemeint, weil die haben ja jede Staffel einen neuen Namen und so. Also, er ist ja jetzt kein netter, guter Charakter so. Aber es war schon immer sehr interessant, wenn man ihn gesehen hat, was er gemacht hat und seine Szenen mit Violet und so. Es war halt immer so, ich mochte ihn sehr gerne. Und ich fand, er hat sehr viel Spannung und sehr viel Drama und alles in diese Serie gebracht. Deswegen kommt er auch nach, sehe ich super gerne auf dem Bildschirm. Ist zwar vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber da lasse ich ihn. Da lasse ich ihn. Ja, nehme ich. Super. Cobra Kai, Daniel LaRusso. Ich bin mir nicht genau sicher, wie man den ausspricht. Es gab auch so eine Cobra Kai-Phase. Da habe ich, glaube ich, die ersten 2 Staffeln gesehen im Januar letzten Jahr oder so. Und dann nie wieder irgendwas. Ach, ich habe es auch nur geguckt, weil ich so nebenbei lief das irgendwie und ich war so, meh. Also, ich glaube, ich muss ihn irgendwo ganz unten einloggen. Es tut mir leid. Es tut mir leid für alle Cobra Kai-Fans, aber er hätte auch ein Nebencharakter sein können. Ich fände irgendwie eine Storyline von irgendjemand anders schon interessanter. Obwohl er natürlich die Haupt. Er muss halt die Hauptperson sein, ne? Weil um ihn geht's halt, ne? Aber, ne, nicht für mich. Hannah Montana. Ich kann jetzt nicht Hannah Montana als absoluten Lieblingscharakter oben einloggen. Das geht nicht. Ich versuche gerade zu überlegen, wie man so normale Serien mit Kinderserien vergleichen kann. Miley Stewart. Sie war auch ein bisschen nervig, muss man ja sagen. Also, ich meine, naja, ich würde sie bei bisschen nervig, aber okay einloggen. Ja. Tokio, Haus des Geldes. Ich liebe sie. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn man sie gesehen hat, dann ist irgendwie was Cooles passiert. Deswegen absoluter Lieblingscharakter. Mal ganz oben. Neben Clary. Finde ich super. Schreibt mir jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr einen absoluten Lieblingscharakter habt, der auf jeden Fall da ganz oben gehört. Alina Starkov aus Shadow and Bone. Ah, auch zu wenig von gesehen, dass ich sage, es wäre mega cool. Ich habe das Gefühl, wenn ich die mit anderen vergleichen müsste hier, dann ist sie irgendwo unten. Ich meine, ich fand sie nicht nervig oder so. Aber sie ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, yeah, Alina. Woo. Deswegen muss sie, glaube ich, unten bei Ufna Ya rein. Jane aus Bowtype. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe alle aus Bowtype. Dammit. Also alle 3 Mädels. Deswegen auf Strangweg nach oben. Daphne aus Bridgerton. Ich fand sie schon nervig. Na, ich freue mich da auch auf die nächste Staffel, ne? Don't get me wrong. Aber es tut mir leid, Daphne. Du bist bei Ufna Ya. Emily aus Emily in Paris. Habe ich auch erst jetzt die erste Staffel angefangen. Und Emily. Ich weiß nicht. Tatsächlich ein bisschen nerviger Bokey. Ich bin sehr gespannt, wirklich, wie ihr alle eingeordnet hättet. Jess aus New Girl. Sie ist nicht einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ich würde sie aber schon oben sehen. Ich glaube, ich sehe Jess irgendwo bei, ohne sie wäre es schon doof. Lucifer aus Lucifer. Sehe ich super gerne auf dem Bildschirm. Ja, das kann man nicht anders sagen. Ich finde, ich überlege gerade noch, finde ich irgendwann anders noch besser bei Lucifer. Also Lucifer hat eigentlich immer die interessantesten Stories. Deswegen sehe ich super gerne auf dem Bildschirm. Toll. Georgia aus Ginny und Georgia. Muss man sagen, mag ich auch sehr gerne. Nicht ganz, ganz oben. Aber ich finde es super, dass sie halt auch so eine crazy Vergangenheit hat und dass man so viel von ihr erfährt und dass sie nicht nur eine Seite hat. Deswegen kommt sie hier hoch, weil ohne sie wäre es schon doof. Elena Gilbert. Ich weiß, viele finden sie nervig. Ich finde sie nicht nervig. Ich finde sie eigentlich immer ganz cool. Also ganz oft hat sie ihre nervigen Angewohnheiten und so, aber ich finde, immer wenn es irgendwie um Elena ging, ist auch was Spannendes passiert. Aber es könnte auch nur um Stefan und um Damon gehen. Sie hätte auch ein Nebencharakter sein können. Jetzt kommt sie von ganz oben nach ganz unten. Elena Gilbert als Nebencharakter. Und es geht eigentlich um Damon und Stefan. Widerspreche ich mir gerade komplett selber? Ja, tue ich. Werde ich jetzt was ganz Verrücktes tun? Oh ja. Elena Gilbert. Hätte auch ein Nebencharakter sein können. Mary Margaret aus Once Upon a Time. I love her. Ich liebe sie. Ich liebe sehr viele Leute aus Once Upon a Time. Sie gehört. Aber später nicht mehr. Später nicht mehr. Ich sage, ich sehe sie absolut super gerne auf dem Bildschirm. Immer wenn es um ihre Story ging, um Snow White's Story, um alles, was mit ihr und ihrer Familie zu tun hat, war ich immer so, yeah. Jay aus Modern Family. Als Hauptcharakter? Deswegen kommt er zu Ufna Ya. Als Hauptcharakter, ja. Spencer aus Pretty Little Liars. Spencer als Hauptcharakter bei Pretty Little Liars. Hätte ich ja irgendwie nicht so gesehen. Aber gut, ne? Wer von den Vieren wäre der Hauptcharakter? Vielleicht Arya, weil man sie jetzt allererst sieht. Von den Vieren fand ich Spencer immer so am
wenigsten interessantesten. Ich finde sie nicht nervig. Ich würde sie bei ohne sie wäre es doof. Ohne die Person wäre es doof. Ja. Sam Winchester aus Supernatural. Also ist entweder ganz oben oder zweiter von oben. Ich glaube, ich würde ihn tatsächlich als, wenn ich nur Supernatural betrachte, Sam war immer mein Fave. Und deswegen hat er einen Platz. Ah, ich komme nicht ganz oben. Nein, ich häng fest mit der Maus. Nein, stopp. Nein, da ganz oben. Ja, absoluter Lieblingscharakter. Toll. Claire aus Outlander. Oh yeah, Claire. Ich finde sie auch super. Ich finde sie mega. Wobei, manchmal fand ich es auch ein bisschen langweilig. Aber das hat an Outlander generell gelegen und nicht nur an Claire. Deswegen tue ich sie bei sich gerne auf dem Bildschirm. Clark aus The Hundred. Ich sehe sie sehr, sehr gerne auf dem Bildschirm. Aber ich fand immer alles, was mit Octavia zu tun hat oder mit Bellamy oder mit Murphy oder mit Raven, interessanter. Ich glaube, Clark, es tut mir in der Seele weh, aber ohne sie wäre es doof. Eleven aus Stranger Things. Ich glaube, Eleven hätte auch ein Nebencharakter sein können. Ich sage dir jetzt, ich glaube eh, dass die Boys eher die Hauptcharaktere sind, so in dieser Geschichte. Und sie hätte auch jemand sein können, über den nur geredet wird, so über, oder das, was passiert. Und sie hätte so in Staffel 2 oder 3 dazukommen können. Ne? Ich logge sie, glaube ich, eher bei Uff, naja ein. Ja, ich muss mich gar nicht erklären. Ich finde das so. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich muss sie da unten einloggen. Okay, nächster Name. Caro von Always X Caro. Logge ich natürlich bei absolute Lieblings-YouTube-Kanäle ein. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das jetzt sehr gerne. Um 17 Uhr jeden Dienstag kommt ein neues Video online. Und es geht immer um Serien und um Filme. Aber mehr um Serien. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal. Beth aus Good Girls. Sehe ich sehr gerne zusammen auf dem Bildschirm mit Rio. Nicht alleine, aber zusammen. Ich meine, es geht wie bei vielen Serien um mehrere Personen, mehrere Handlungsstränge. Ich glaube, ohne Beth wäre es schon doof. Deswegen so alleine bei, ohne sie wäre es schon doof. Ja. JD aus Scrubs. Oh, auch schwer. Ich finde das genauso schwer wie bei Hannah Montana irgendwie zu sagen, ob ich den jetzt besser oder schlechter als Betty Cooper finde. Ja, ich logge ihn da oben ein. Ich sag, sehe ich super gerne auf dem Bildschirm. JD ist einfach JD. Er ist cool. Ist eine coole Socke. Kann ich nicht anders sagen. Serena aus Gossip Girl. Ich glaube tatsächlich, müsste ich die unten bei Uff, naja. Oder bei ein bisschen nervig. Ich glaube, sie passt sehr gut bei ein bisschen nervig, aber okay. So neben Emily aus Emily in Paris, da sehe ich sie. Wenn ich jetzt eurer Meinung nach eine Person komplett falsch einsortiert habe, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich sehe schon die ganzen Vampire Diaries Elena Kommentare. Wobei, vielleicht seid ihr auch meiner Meinung. Vielleicht seid ihr meiner Meinung. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Hier oben kommt ihr zu einem Video, wo ich wieder Serien eingeordnet habe. In gut, okay oder schlecht. Also Serien, die ich jetzt gerade neu angefangen habe zu gucken und die dann so ein bisschen bewertet habe. Schaut dort also sehr gerne mal vorbei. Und hier unten kommt ihr zu einem Video von Cinema Strikes Back, wie die Filme kritisieren. Und zwar ist das ein ganz persönlicher Einblick. Schaut dort sehr gerne mal vorbei. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!